Schneidsee im Chiemgau. Hier hat sich Edmund Ernst das alte Baderhäusl erworben. Neben der Küche wollte er sich eigentlich ein Wohnzimmer einrichten. Doch statt einem Sofa erwartet ihn nun ein Sudkessel. Gemeinsam mit 5 Freunden erfüllte er sich den Traum von der eigenen Brauerei. Ich stamme aus Wasserburg, aus einer Brauerei raus, habe 38 Jahre lang da drin gewohnt und habe den ganzen Sudprozess da noch miterlebt, bis die in die 80er Jahre aufgelöst worden ist. Und das war immer irgendwo in meinem Hinterkopf geschwebt, dass ich mal so wieder Bier brauen wollte. Den letzten Anstoß gaben seine Mitstreiter und so wurde aus dem Wohnzimmer eine Brauerei. Aber trotz aller Begeisterung gingen die 6 ein wenig blauäugig an das Projekt heran. Die größte Hürde war, dass wir keinen Keller gehabt haben. Und da sind wir eigentlich erst drauf gekommen, nachdem wir die Brauerei schon gegründet haben. Und wir haben dann einfach von Hand unter das Haus einen Keller reingegraben. Und nachdem man da nicht mit Baumaschinen, natürlich mit dem Bagger nicht anrücken kann, war das eine reine Handarbeit mit Schaufel und einem Kübel und dann mit Schaufel und Schubkarren, aber es war ziemlich anstrengend. Das bedeutete für die jungen Unternehmer erst einmal 2 Jahre Schaufeln und das nach Feierabend. Denn alle gehen eigentlich anderen Berufen nach, die meisten auch nicht in Schneidsee, sondern in München. Als Gesellschafter der Brauerei bleiben sie dem Ort trotzdem verbunden. Nach Jahren des Schaufelns, Verputzens und Fließens reift heute das Bier im Keller. Die Schneidseher verfügen über eine komplett ausgestattete Brauerei mit Sudhaus, Abfüllerei und Lagertanks. Jeden Monat ist so ein Ausstoß von 15 Hektolitern ihres Weißbiers möglich. Eine Spezialität für Kenner, die sich bewusst von der Masse abhebt. Wir wollten von Anfang an kein leichtes Bier brauen. Also das Light, was jetzt ja so in Mode ist, das Wort Light gibt es ja überall. Aber wir machen eher was Schweres, also unser Bier ist etwas stärker als andere Biere und ist dadurch aromatischer, höherer Alkoholgehalt. Alkoholgehalt, der bedingt auch eine Geschmacksintensivierung. Also unser Bier ist ziemlich geschmackig, sagen wir mal. Eine Hobbybrauerei wollten die Baderbrauer nie. Ihr Ziel war von Anfang an, Baderbräu soll man überall in der Region kaufen können. Inzwischen haben sie sogar einen Vollzeitbraumeister eingestellt, um alle Verkaufsstellen, wie zum Beispiel den örtlichen Getränkemarkt von Georg Scherer, mit ausreichend Bier zu versorgen. Super, das geht auf. Wie wird es denn aufgenommen, das Baderbräu? Ach, ganz gut. Ja, wie gesagt, das ist ja aus der Region da. Wir haben den Schnorzee und das Baderbräu auch. Und bei uns läuft das ganz gut. Aber nicht nur bei uns, sondern auch in einem größeren Umkreis wird es immer stärker. Wir haben da ganz überrascht drüber. Mit ihrem Bier schaffen die Baderbrauer ein Stück Schneidseer Identität und Zusammenhalt. Das kostete Edmund und die anderen zwar viel Zeit und auch viel Geld, das erst wieder hereinkommen muss, aber gelohnt hat es sich schon jetzt. Wir wollten einfach unserer Heimat, unserem Ort, wieder ein Bier, einen Geschmack vom Bier mehr geben, der in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Inzwischen ist der Baderbräu ein Anziehungspunkt für die Schneidseher und ihr Umland, auf den sie gerne anstoßen.